Hallo und ein frohes neues Jahr, kann ich immer noch sagen, weil das unser erstes Update-Video ist, seitdem das Jahr gewechselt hat. Wir haben ohnehin ein bisschen eine Pause gehabt. Update-Video heißt, wir reden mal wieder darüber, was wir ja gerade machen, was wir in letzter Zeit gemacht haben und was wir in nächster Zeit vorhaben zu tun. Damit ihr den Überblick behaltet und wir auch. Es ist sozusagen eine Hilfe für alle allgemein, um die Dinge zu finden und sich angucken zu können und mal reinzuschauen, die einen vielleicht interessieren. Was wir gerade akut machen, ist vor allen Dingen Schreiben. Sehr viel und schnell schreiben, weil Ende des Monats die Deadline ansteht für den dritten Pardona-Roman. Das heißt, wir sind voll im Endspurt und das heißt, ein paar andere Sachen werden langsamer angegangen oder werden weniger gemacht, wenn es zum Beispiel um die Zahl von Videos geht. Was hat es mit diesem Pardona-Roman auf sich? Das ist kurz erzählt eine längere Geschichte, aber wie gesagt, ich versuche mich kurz zu fassen. Seit 2018 arbeiten wir an einer Trilogie von Romanen um die das schwarze Auge-Figur Pardona, eine von den großen Bösen, die aber meistens scheitert, logischerweise, weil Helden auftauchen. Und dieser Auftrag für drei Romane hat sich logischerweise jetzt eine Weile hingezogen. Und der Plan, soweit ich das verstanden habe, von Ulysses ist, diese drei Bücher, sobald sie dann auch alle drei fertig und eingereicht sind, dann zu veröffentlichen. Das heißt, der dritte wird gerade fertiggestellt, aber noch ist kein einziger davon auf dem Markt. Wann genau das passiert und wie genau, kann ich gerade gar nicht so wirklich sagen. Aber das wird sich dann in der Zukunft hoffentlich zeigen. Das ist aber nicht nur der Abschluss von einer Romantrilogie, der hier gerade eilig noch zu Ende geschmiedet und gebürstet und überarbeitet und poliert wird, sondern es ist auch ein Abschluss von 10 Jahren von verschiedensten Dingen, die wir für das Schwarze Auge gemacht haben und die wir versucht haben, so gut es geht, zueinander zu verweben, zu einem Gesamtgebilde, das Sinn ergibt und das jetzt eben auch dann in diesen Roman kulminiert oder zumindest mit in sie reinspielt. Und es wird wohl auch das Letzte sein, dass wir zumindest auf eine ganze Weile hinaus für das Schwarze Auge machen werden, weil es ein schöner Schlusspunkt ist. Das heißt, die Dinge, die wir in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, über 10 Jahre hinweg eben im LARP, in PDFs, die ihr im Skriptorium Aventuris finden könnt, in Kurzgeschichten und in ganz vielen einzelnen Sachen, die wir gemacht haben, geschrieben und gesetzt haben, die werden jetzt darin auch mit aufgehen und dann werden sich vielleicht auch noch mal ein paar Dinge erklären und Zusammenhänge hergestellt werden, die wir bisher in anderen Dingen nur angeteasert haben, die dahin geführt haben. Also ein hochenergetischer Abschluss für eine große Anzahl von Projekten, die ziemlich lange gelaufen sind. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben ein Buch gemacht. Und das tatsächlich auch schon erschienen ist. Es gibt ein Reisetagebuch für Jurassic Road. Kurz nochmal, falls ihr gerade jetzt fragt, wo beim Moment mal Jurassic Road. Ja, das ist die Geschichte, wo wir vor ein paar Jahren mit einem kaputten Wohnmobil bis nach China gefahren sind und zurück, um eine Dinosaurier abzuholen. Die Doku in Filmform, dazu gibt es ja schon. Und wir haben lange darüber geredet und nachgedacht und dann auch beschlossen, ein Reisetagebuch und Bilderbuch zu erstellen, das aus den Aufzeichnungen, die wir damals gemacht haben und den Fotos, die entstanden sind, und unseren gemeinsamen Erinnerungen zusammengestellt wurde. Die Idee dahinter ist, dass wir das unserem Freund Basti, der ja auch mitgefahren ist, unter anderem als die Person, die versucht hat, immer wieder zu reparieren, was kaputt ging an diesem Auto, dass wir ihm das in seinen Verlag geben, den Borealis Verlag, und er die kleine Auflage verkauft. Und außerdem haben wir es an Patrons rausgeschickt, weil Patrons von uns Dinge zurückbekommen, aus Dankbarkeit dafür, dass sie uns unterstützen. Und aktuell gibt es also ungefähr 100 Bücher davon und die sind bei Basti im Verlag und er kriegt den gesamten Gewinn davon, dass er diese Bücher an euch hoffentlich verkaufen kann, weil Basti ein selbstständiger Künstler ist, beziehungsweise Schreiberling, und vielen von denen geht es gerade gar nicht gut und wir dachten, vielleicht könnten wir ihn so ein bisschen unterstützen. Es ist aber auf jeden Fall eine kleine Liebhaberei, ein Buch voll mit Erinnerungen und schrägen und kaputten Geschichten und auch einem schrägen Layout, was Professor Heinz persönlich mit seinem Schnabel zusammengepickt hat, deswegen vielleicht hin und wieder mal ein, zwei Sachen im wahrsten Sinne des Wortes schief sind, gell, Heinz? Was ist zuletzt nicht in gedruckter Form gab, zumindest nicht von uns, war der Orgenspalter TV-Kalender. Seit ein paar Jahren ist dieser Kalender ja eine Tradition von uns, auch eine, die vielleicht manchmal, was für Kalender vielleicht komisch ist, anderthalbjährig erscheint.
Aber trotzdem hat sich aus einem ursprünglichen Aprilscherz des Sexy Mairi und Heinz Kalenders tatsächlich inzwischen ein traditioneller Kalender entwickelt. Nur dieses Jahr sind wir aus offensichtlichen Gründen nicht viel unterwegs gewesen und normalerweise nutzen wir eben Reisen und verschiedene Locations, an denen wir sind oder Besuche bei professionellen Fotografen, um die Bilder für diesen Kalender zu machen. Das gab es dieses Jahr alles nicht. Das heißt, der Kalender dieses Jahr war eine rein digitale Variante, die man sich auch als Patron bei uns einfach ziehen kann und besteht aus Bildern, die aus Shoots stammen und von Reisen und von Aktionen, wo wir zwar durchaus Sachen schon verwendet haben, aber eben nicht aus dieser Reihe von Bildern. Das heißt, es ist eine Ergänzung sozusagen zu den Kalendern, die es schon gibt. Und wir überlegen tatsächlich, ob wir in Zukunft diesen Kalender generell digital machen, einfach um auch Aufwand zu sparen. Wir können ihn dann weiterhin als Dankeschön an Patrons rausgeben und wir können ja auch durchaus dann wieder den erhöhten Aufwand reinstecken mit zusätzlichen Shoots in den kommenden Jahren. Aber sagen wir mal so, sich jedes Mal Ende des Jahres auf einmal in einen Verlag zu verwandeln, ohne einer zu sein und hunderte von Paketen mit Kalendern zu verschicken, hat schon zu sehr viel Unmut bei verschiedenen Poststellen geführt und ist immer extrem anstrengend und kostet sehr viel Zeit. Und vielleicht, wenn die Sache so jetzt gut ankommt, und da geht der Blick an die Patrons, die gerne Rückmeldung geben können und die sich den Kalender dann selber als Druckauftrag machen können, dann wäre das vielleicht eine sehr gute Alternative. Wo wir gerade bei Patreon sind, an die Leute, die uns dort unterstützen, erstens danke und zweitens, wir haben dort auf Euro umgestellt von unserer Seite aus und es wäre super, wenn ihr das von eurer Seite auch machen könntet. Wann fallen nämlich interne Umrechnungsgebühren bei Patreon weg? Und was ist noch? Was haben wir denn zuletzt gemacht? Ja, Let's Plays. Ich war zuletzt noch einmal bei Rocket Beans, wo wir das Tor nach Carcosa Pen and Paper Format zu Ende gespielt haben. Das heißt, Wahnsinn, versuche Leute umzubringen, erfolgreich und weniger erfolgreich und alle Eskalationen, die ich mir immer vornehme für das Ende eines Cthulhu One-Shots oder einer Mini-Kampagne als Spielerin, haben stattgefunden und ihr könnt das selbstverständlich auch immer noch als Video on Demand oder bei Ihnen auf YouTube nachschauen. Und was unsere eigenen Let's Plays angeht, falls ihr euch fragt, wo sind die Kampagnen hin, wo sind die Videos hin, hier auf dem Hauptkanal, dann ist das Wort Hauptkanal schon der Hinweis. Wir haben ja unseren Zweitkanal, Orgenspalter TV spielt. Und nach ein bisschen Weihnachts- und Neujahrspause laufen die Kampagnen auch wieder an, aber dann eben dort. Das heißt, die sieben Gezeichneten oder D&D-Kampagnen mit Crossovern oder verschiedenste One-Shots, die landen jetzt alle dort. Also abonniert ihn, damit ihr dort auch findet, was wir spielen und was ihr euch hoffentlich anschauen wollt. Und zum Abschluss gibt es jetzt wieder einen Zusammenschnitt der besten Momente aus den Let's Plays und Videos der letzten Zeit. Ich sag schon mal tschüss, viel Spaß dabei, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Zieg, möchtest du vom Suppendämon erzählen? Ja, der Suppendämon, den wir im Wald getroffen haben, der hat nämlich auch gesagt, dass alles einfach alles verbrennt. Ich meine, bei Geon, da hat nur der Hintern gebrannt und auch nur relativ kurz. Aber wenn der Suppendämon recht hatte, dann brennt hier bald einfach alles. Und dann müssen wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Schau doch mal, was der macht. Ja. Jetzt zieht das ganze Ding mit. Gut, ich mache mich mal aus. Ja. Seit. Was machst du denn? Hast du schon mal Jenga darf gespielt? Man das? Was war das? Da? Jetzt sucht er gleich den Würfel wahrscheinlich zu Jenga. Alter, was ist das? Okay, Nico, ich nehme alles zurück. Ja, seid versichert, wir sind keine Symbolik. Wir sind hier, leibhaftig und willens, etwas zu ändern. Ja, ihr könnt mich anfassen, ich bin richtig da. Bitte fast nicht sicher. Der taube Richter, der bisher noch nichts gesagt hat, ist irgendwie wieder streitende Ansagen hier. Soll ich ihn jetzt anfassen oder nicht? Ich weiß auch nicht genau. Ihr könnt mich anfassen. Oh, ich fasse Rugan. Das nimmt hier gerade eine Richtung an, die ich nicht gutheißen kann. Ja, ich will auch nicht, dass man mich anfasst. Er betastet seine runden Backen. Das geht in die Richtung einiger metaphysischer Theorien, die es zu der Gottartigkeit und Gottwerdung tatsächlich gibt. Ich meine, es könnte auch einfach nur wahnsinnig sein. Das sollte man niemals ausschließen auf Inaria. Das ist meine erste Idee. Vorsichtig natürlich, damit das nicht nach irgendwie Angriff aussieht. Ich sage, ach, mein Bester, beuge mich so ein bisschen vor, berühre ihn ganz sanft an der Stirn. Und würde ihm dann zuflüstern, dass er ihn ein
dringendes Bedürfnis überkommt. Sehr, sehr dringend. Er muss sich jetzt umgehend und sofort zurückziehen, um sich zu erleichtern. Und ich würde eine große Gier versuchen. Wenn das jetzt nicht klappt, stehe ich entsprechend beschissen da, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich versuche das mal. Was du jetzt wirklich willst. Genau, ist scheißen. In den Dschungel. Der Gil. Weiß nie, was er will. Mal kämpft er rasend, mal ohne Hast. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil glaubt, er hätte Stil. Dabei trägt er nur Kleidung, die ihm einfach nur passt. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil hält nur selten still. Er plaudert, schwarz nörgelt und fällt uns zur Last. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil will immer viel zu viel. Er giert dem Gold stets ohne Rast, aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil ist wie unser Schiff. Ein Schiff ohne Segelsteuer und Mast. Doch er ist unser Captain, weil er zu uns passt.